Oft fliehen die Bewohner vor den Auswirkungen des Klimawandels. Seit etwa 200 Jahren wächst die Menschheit auf der Erde rasant. Bald werden es 10 Milliarden Menschen sein. Auch die Konzentration von Treibhausgasen, insbesondere Kohlenstoffdioxid, in der Atmosphäre steigt dramatisch an. Die direkte Folge: ein deutlicher Temperaturanstieg, der als die Ursache für den Klimawandel gilt. So werden die Menschen, die für den Klimawandel verantwortlich sind, gleichzeitig auch deren Opfer. Immer mehr verlieren ihre Heimat. Hier in der Sahelzone im nördlichen Kamerun brennt unbarmherzig die Sonne vom Himmel. Im Flussbett des Mayo-Bula River finden sich überall Spuren menschlicher Verzweiflung.